Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Wir sind an sich in Antigua theoretisch fertig. Wir können jetzt Slane Bescheid sagen. Wow, wir haben einiges zu bereden. Lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Ja, man kommt viel herum und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Ah, das erzähle ich ihm wahrscheinlich zu viel, dass ich irgendwie Doppelagent bin und so. Das kann ich nicht, auch wenn ich gerne wollte. Na gut, du wirst deine Gründe haben. Ja, später vielleicht. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Auf den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Alvarez ist also dein Mentor. Wenn du so willst. Doch hat er sich kein Stück weiterentwickelt. Es sind immer noch die gleichen Sprüche, immer noch die gleiche Engstirnigkeit wie früher. Wie bist du mit Kapitän Stahlbart zurechtgekommen? Ich mochte ihn. Von ihm habe ich eine Menge lernen können. Er war stark. Der beste Pirat, den die Südsee jemals gesehen hat. Ein großer Verlust. Du hast da ein schweres Erbe angetreten, mein Freund. Ja, ich weiß. Wie bist du zu deinem Schiff gekommen? Ich hab's mir verdient. Viele Kämpfe, viele Gegner. Am Ende war ich der Sieger und das Schiff war mein. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Was kannst du mir über Kapitän Garcia erzählen? Ein gieriger Mistkerl. Aber er ist gut. Er ist seinen Gegnern immer um eine Nasenlänge voraus. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er es eiskalt durch. Wir werden noch eine Menge Spaß mit ihm kriegen. So, jetzt kann ich ihm Bescheid sagen. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Also, wir fangen damit an. Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich. Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Die Wasserfässer sind unterwegs. Ah, sehr gut. Das war meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Nichts ist schlimmer als Durst auf hoher See und faules Wasser an Bord. Gute Arbeit. Wie viele Fischfässer brauchst du genau? Keine Ahnung. Eine Handvoll vielleicht. Gut. Ich denke, Eddie, der Fischer, wird genug für uns beide haben. Eddie? Hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an. Naja. Er soll ja auch nur Fisch und keine wichtigeren Sachen liefern. Die Pulverfässer werden geliefert. Ich brauche etwa 3 große. Ja, Rick wird uns die Fässer bringen. Gut gemacht. Brauchst du eine spezielle Kanone? Wieso? Habe ich denn eine Wahl? Wilson, der Schmied, versteht was von seinem Handwerk. Ich denke, ich könnte was Besonderes für dich in Auftrag geben. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Na gut, die wird er uns liefern. Gute Arbeit. Du verstehst dein Handwerk ebenso, wie ich sehe. Mit NPCs reden? Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich das hier sage? Weil ich will auch noch ein, zwei andere Dinge tun, vielleicht. Wir haben alles, was wir brauchen, um wieder in See zu stechen. Brillant. Wirklich brillant. Dann steht unserer kleinen Reise nichts mehr im Wege. Ich brenne darauf, dieses Nest so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Du musst mir nur sagen, wann es losgehen soll. Ich denke, wenn ich ihm Bescheid sage, werde ich tatsächlich Antigua verlassen und mit ihm in die nächste Insel reisen. Das heißt, die Sache mit Takarigua wird sie noch verschieben. Wir müssen nämlich noch ein bisschen Rum besorgen vom guten alten Boos. Und wenn wir mit Slane auf seiner Insel waren, können wir als nächstes die Insel der Toten ansteuern. Denn diesmal... Halt die Klappe! Denn diesmal denke ich, dass ich eine Chance habe. Wir haben aber bis jetzt, glaube ich, noch keinen Arzt. Also das muss ich nämlich als nächstes machen. Boah, Morgan, du sollst echt mal los. Was ist eigentlich mit dem hier? Na, vielleicht reden die Leute auch mal über dich, wenn du dir einen Namen gemacht hast. Ah ja, alles klar. Jetzt mal sehen. Ich habe sehr viele Ruhmpunkte. Mein Ziel ist, Kling irgendwann auf 10 zu bringen, aber allein für die 10. Stufe brauche ich 12.000 Ruhm. So viel habe ich gerade mal. Härte will ich gerne auch skillen. Nicht viel zu weit, also es soll noch im Rahmen sein. Aber zum Beispiel Einschüchtern auf Stufe 2 wäre ganz nett. Dann haben wir nämlich, dafür brauchen wir aber Härte Stufe 4. Ich denke, das reicht vorerst. Genauso kann ich bei Quacksalber durch Stufe 4, also irgendwann brauche ich einen Arzt, dann mein maximales Blut auf 120 erhöhen. Das ist sehr gut. Und ich könnte dann einschüchtern und
kugelsicher und klingenfest, beide skillen. Das würde ich auch gerne machen. Alles kostet halt mega viel Gold, das ich gerade nicht unbedingt habe. Und ich weiß auch nicht, wo die Lehrer sind, die ich dafür brauche. Das ist eben jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Oh, meine Crew ist hier, cool. Ich muss jetzt erstmal gucken. Härtelehrer brauche ich hier in erster Linie. Ein Doktor. Gibt es sowas irgendwo auf einer der Inseln? Wird das auf allen Inseln angezeigt? Das wäre nämlich toll. Wir haben schon mal keinen auf Takarigua, keinen auf Caldera. Antigua gibt es auch keinen. Schwertküste auch nicht. Die Insel der Toten auch nicht. Und auf der Bucht von Maracay war ich noch nicht. Was ist mit Wirt? Der Wirt gibt mir Einschüchtern. Und kugelsicher. So, da haben wir sogar einen hier. Er zeigt mir jetzt... Ah ja, wenn ich hier hingehe, dann sehe ich alle Wirte. Okay, dann gehen wir erstmal kurz zu dem Wirt. Der müsste mir das beibringen können. Der müsste auch handeln, oder? Ja. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Einschüchtern Stufe 1 hätte ich gerne. Und Schuss... Also kugelsicher. Aber kugelsicher finde ich wirklich nicht wichtig. Weil normalerweise kämpfe ich ja nur im direkten Zweikampf. Und vor allem gegen Monster. Also ich bräuchte insgesamt 1000 hierfür, 1500 und dann brauche ich noch dieses Klingen sicher und einschüchtern. Das ist teuer. 1500. Klingenfest, genau. Hat es da hier auch einen? Ja, da hat es hier auch einen, der Sack. Klingenfest kostet dann wahrscheinlich auch nur 500, oder? Stopp. Und Kugelsicher Stufe 1 für... Okay, dann brauche ich 2000. Und dann brauche ich aber noch... Achso, Einschüchter müsste der aber eigentlich auch können. So, oh, das will ich gar nicht. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Ah ja. Okay, ich brauche 3000 Gold. Das ist noch im Rahmen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich habe jetzt gerade 1300. Ich muss nur ein bisschen Scheiß verkaufen. Diese Fluchpuppe hier setze ich eigentlich nie ein. Aber ich spare es mir mal noch auf. Vielleicht kann ich die brauchen. Ein Papagei kann weg. Weil ich habe keine Ahnung, warum das zwei sind. So, ansonsten habe ich, was Ausrüstung angeht, glaube nichts zu verkaufen. Und das ganze Zeug hier würde ich gerne alles behalten. Diese Tränke könnten theoretisch weg, weil vor allem Diebeskunst brauche ich gar nicht. Und ich glaube, eigentlich kann ich alle Tränke verkaufen. Ich weiß nicht, welchen Nutzen die für mich speziell haben sollten. Da sind auch ganz viele Tränke dabei, die mir eigentlich gar nichts bringen. Und das ist einfach sehr viel Gold, was ich hier zusammenkratze dadurch. So, hier gibt es permanente Wirkungen für diese Dinger. Ich weiß nicht, ob man da einen Trank herstellen kann. Weil wenn nicht, dann kann ich die irgendwann mal fressen. Und da bekomme ich Punkte dafür. Ah, die Narrenkappe war das hier. Ja, ich glaube doch, ja, ich glaube, ich kann Tränke herstellen, die doppelt so lange dann halten. Muss ich gleich mal schauen. Ich habe lauter seltsame Nahrungsmittel. Muss ich mir auch noch anschauen, was ich damit anfangen kann. Ich habe Schwertrohlinge, einige. Ich habe eine Keule von einem untoten Wächter. Ich behalte die mal, aber ich kann mich gar nicht erinnern, einen bekämpft zu haben. Vor allem aber kann ich, ja gut, Zähne kann ich ihm mal 20 Stück geben. Ich weiß nicht, was ich mit so vielen Zähnen will. Die Muscheln könnte ich öffnen. Goldbrocken, ja, da verkaufe ich ihm einfach mal... Ich habe keine Ahnung, 42? Oha, okay, jetzt bin ich schon reich. Die Priestermaske kann weg. Goldzepter, Goldzepter, Affenstatuen. Goldpokal, Schale, Schale, Kerzenreiche, Kraft, Silberne Teller, Silberpokale. Die Idole behalte ich mal noch. Ich weiß aber nicht wirklich wofür, aber ich würde dadurch nochmal 1700 bekommen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall genug. Ich habe sogar viel zu viel. Ich kaufe die Goldbrocken zurück. Und die Affenstatuen. So, jetzt habe ich immer noch viel zu viel. Das ist toll. Sehr gut. Genau, bring mir was bei. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Ja, ich muss erst Härte skillen. Das habe ich beinahe vergessen. So, Härte auf 4. Kostet mich einmal 1000. Und nochmal 2000. Das heißt, ich bin jetzt bei 10.000. Jetzt kann ich theoretisch auf Klingen gehen und jede Ruhmpunkte einfach vorsichtshalber mal auf Klingen leveln. Ich könnte aber einfach noch warten, denn ich weiß genau, Klingen wird nicht auf 10 gehen und vorher bringt mir das nicht genug, als dass es sich lohnt. Ich meine, ich könnte es auf 8 bringen und dann schwerer Gegenangriff lernen. Das wäre schon mal ganz gut, aber ich setze den Gegenangriff normal gar nicht ein.
Ich kämpfe auch meistens gegen Viecher anstatt gegen echte Menschen und so. Ja. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? So, einschüchtern. Ich will die Leute noch besser einschüchtern. Du willst dich an die harten Kerle trauen, was? Ich sag dir mal was. Es geht genauso wie bei den Feiglingen. Die harten Typen glauben dir nur nicht jeden Scheiß. Du musst also auch so aussehen wie das, was du ihnen androhst. Die Augenklappe ist schon mal klasse. Die macht mächtig was her. Wenn du jetzt noch ruhig bleibst, sollte das eigentlich schon reichen. Wer Angst hat, redet viel. Wer keine Angst hat, bleibt ruhig. Verstanden? Okay. Dann machen wir das hier. Ich will Schussverletzungen besser wegstecken. Sei doch mal ehrlich. Die meisten Schussverletzungen sind Streifschüsse und Fleischwunden. Nichts, was irgendwelche Bedeutung hätte. Also ignoriere sie einfach. Aushalten musst du die Schmerzen eh, also lass dich nicht von ihnen stören. Macht Sinn, macht Sinn. So, das wäre vorerst hier alles. Dann haben wir hier den Kling-Sichertyp. Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. Zeig mir, wie ich eine Schnittverletzung wegstecke. Hör einfach endlich auf, über jeden Kratzer nachzudenken. Ein kleiner Stich in den Oberarm. Ja und? Behindert er dich wirklich? Komm, stell dich nicht so an. Beiß auf die Zähne und ignoriere den Schmerz. Ist alles nur eine Frage der Einstellung. Sehr schön. Okay. Ich denke, jetzt haben wir aber nur 2000 ausgegeben statt 3000. Das irritiert mich gerade. Was habe ich jetzt vergessen? Wir haben immer noch ein bisschen mehr Geld, als ich dachte. Ach so, ich wollte mir das aufsparen für Quacksalber. Aber ich kenne noch keinen Arzt, deswegen. Christenheit sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, warum Affentrainer gelöscht ist. Das ist schon mal passiert. Das ist mir schon mal aufgefallen, besser gesagt. Ansonsten würde ich erstmal alles so lassen, glaube ich. Und ja, irgendwann mal auf Klingen gehen. Aber dazu habe ich jetzt gerade nicht genug Ruhm auf jeden Fall. Das kann ich machen, wenn ich mindestens 13.000 oder 14.000 Ruhm habe. Dann kann ich es nochmal in Betracht ziehen. Das langsam aufzuleveln bis auf 8. Und Härte kann ich mal noch abwarten. Solange ich keinen Arzt kenne, lohnt es sich noch nicht wirklich. Und solange spare ich mir lieber erstmal auf Klingen. Ach, hätte. So, wir gehen jetzt zu Slane und sagen ihm Bescheid, denn ich denke, wir sind fertig. Ich weiß noch nicht, wie das mit diesem permanente Wirkung tränken ist. Das sind aber auch nur die Talente. Also das sind die hier, die es dann levelt. Die sind mir jetzt gerade nicht wichtig. Die sind nicht notwendig für irgendwas. Es bringt halt ein paar Punkte hoch, wow. Das lohnt sich eigentlich nicht sonderlich. Wir können jetzt Antigua verlassen. Dann schwing deinen Hintern rüber auf deinen Kahn. Sag deinem Steuermann, dass er dich auf der Insel der Diebe absetzen soll. Insel der Diebe? Ja. Du wirst alles verstehen, wenn wir dort sind. In Ordnung. Aber wehe, du bist nicht da. Keine Sorge. Ich werde da sein. Wir sehen uns auf der Insel der Diebe. Okay. Ansonsten, ich habe zwar noch Quests, wie, das brauchen wir jetzt nicht. Ich muss noch nach Takarigua, das Losungswort. Allerdings weiß ich, was hier das Problem ist. Und nur mit dem Losungswort kann ich an den Schatz ran und die Waffen und legendäre Gegenstände brauche ich jetzt gerade noch nicht. Aber das hier mit Takarigua ist noch wichtig. Aber das brauchen wir jetzt nicht machen. Das ist deswegen nur einmal hin und her reisen. Aber wenn wir uns heute Insel der Diebe treffen sollen, macht es ja keinen Sinn, wenn ich erst nach Takarigua reise, schätze ich. Wir machen also erst die Insel der Diebe fertig. Ich glaube, die ist auch relativ klein. Ich weiß nicht, ob die in einen Part passt. Ach, hätte ich doch auf meine Mutter gehört. Oder ob ich dazu mehrere Parts brauche. Ich weiß nicht, warum ich laufe. Ich weiß, ich hätte mich kurz porten können. Aber es ist wirklich nicht weit. So, muss ich euch überhaupt aufs Schiff, um mir Bescheid zu sagen? Was macht die denn für Tricks? Ups. Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Du machst dich. Slane will mich auf der Insel der Diebe treffen. Insel der Diebe? Kenne ich. Zumindest weiß ich, wo sie ist. Aber über die Insel selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Kann spannend werden. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Gut, die Insel der... Oh, die sind noch markiert. Die Insel der Diebe ist hier. Eine kleine, verträumte und von den Menschen gänzlich unbewohnte Insel.
Und Takarigua wäre auch noch ein Punkt, aber das geht ein paar Sekunden eigentlich. Ich reise hin, ich rede mit Boos und ich reise wieder zurück. Die Insel der Liebe ist ja eh nebendran. Machen wir das auf dem Rückweg. Sollte ich halt dran denken. Jetzt die Frage. Wir haben noch theoretisch um die 15 Minuten in diesem Part. Schaffe ich die komplette Insel der Liebe in diesem Part? Oder fange ich sie jetzt an und beende sie und ende es mit einem Cliffhanger? Beende den Part und... ja, ende dann mit einem Cliffhanger für die nächste Session. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Questerfolg dadurch erreicht, 50 Ruhm, und sind auch da. Ich glaube, die Insel ist hoffentlich wirklich klein. Das ist die Insel der Diebe. Ah, hübsch. Slanes Schiff liegt da drüben vor Anker. Ich nehme an, er ist schon auf der Insel. Gut. Ich rudere hinüber. Sei brav. Ich bin bald wieder da. Ach, hau schon ab. Sei brav. Ich nehme Shani mit. Ich hoffe jedenfalls, dass ich sie mitnehmen kann. Kamotao Kabuki Raka. Was ist los? Viele Reisen, lange Wege, viele Kämpfe, lange Gespräche, alles dauert viel zu lange. Wir haben unsere Aufgaben, die wollen alle erledigt werden. Wir verschwenden unsere Zeit. Locker bleiben, Prinzessin. Alles zu seiner Zeit. Wir werden Mara noch früher als dir lieb ist gegenüberstehen. Ich will jetzt kämpfen. Yala, yala. Du wirst deinen Kampf bekommen. Aber es wird noch etwas dauern. Egal, ob du hier herumwetterst oder nicht. Kamotao Kabuki Raka. Yala, yala. Okay. Was ist dein Problem? Ich bin die Tochter des Barkir. Ich bin es gewohnt, Befehle zu erteilen, nicht sie auszuführen. Na schön. Ich versuch's mal damit. Ich brauche dich als starke Waffengefährtin. Ohne dich bin ich nur halb so stark, richtig? Chi. Wir wollen doch die Welt retten, oder? Chi. Dann führe auch meine Befehle aus, okay? Chi. Gut, und jetzt wieder an die Arbeit. Wir reden später nochmal darüber. Komm mit. Ja. So. Das war jetzt unnötig, Charlie. Ich muss sagen... ich habe schon auf schlimmeren Schiffen angeheuert. Okay, und das heißt? Ich sag mal so. Wenn ich in jeder Holzsacke der faule Gestank der Inquisition stecken würde, wäre es ein verdammt guter Kampf, Sir. Gut, dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Aye, aye, Captain. Ich koch uns was Leckeres. Jawohl. Okay, die Insel der Diebe. Wir haben noch keine Karte. Scheint aber echt winzig zu sein. Oh, ich muss allein reisen. Shani verlässt die Gruppe. Sehr schade, okay. So, dann sind wir jetzt hier. Jetzt sehen wir gleich mal eine Muschel. Ich glaube, mein Charakter hat ein bisschen ADHS, weil er eigentlich Slane suchen sollte. Er rennt sofort los, weil er eine Muschel sieht. Slane stand vor mir und ich renne in die andere Richtung davon. Okay, reden wir erstmal mit Slane. Bevor wir hier jetzt die Insel durchstreifen. Ich sollte auch erst eine Karte sammeln, bevor ich sonst so renne. So, mein Freund. Da sind wir. Nette Gegend. Ja, eine niedliche kleine Insel am Rande der Zivilisation. Gibt's hier keine Menschen? Höchstens ein paar Gnome. Ansonsten ist die Insel meines Wissens nach gänzlich unbewohnt. Gnome? Ja. Irgendwo im Norden habe ich mal eine Handvoll von ihnen gesehen. Ich glaube nicht, dass sie sich bis hierher vorwagen würden. Die kleinen Biester sind sehr schreckhaft und diese Gegend hier ist ziemlich gefährlich. Gnome kennen wir doch. Ah. Die Gnome, die ich kenne, waren alles andere als schreckhaft. So? Ich kenne sie nur als feige Diebe, die beim ersten Kanonenschlag die Flucht ergreifen. Aber ich glaube, wir haben Besseres zu tun, als über Gnome zu diskutieren. Bist du schon oft hier gewesen? Selten. Nur wenn ich etwas in mein Versteck bringen wollte. Hast du keine Angst, dass jemand deinen Schatz hebt? Wenn das Versteck gut genug ist, findet es auch niemand. Dumm ist nur derjenige, der es jemand anderem verrät. Du verrätst mir doch gerade dein Versteck. Ja, aber wir sind hier und nicht auf Antigua. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir erstmal da waren, ist es kein Versteck mehr und ich werde mir einfach ein neues suchen. Ob Mara ahnt, was wir vorhaben? Wer weiß das schon. Wir sollten uns besser beeilen, bevor sie uns entdeckt und uns ihrer Monster auf den Hals setzt. Okay, kommen wir zur Sache. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Wo ist dein Versteck?
Wir müssen ein bisschen dem Strand hier folgen und dann weiter ins Inland gehen. Ich gehe vor und du folgst mir. Doch vorher solltest du deine Ausrüstung kontrollieren. Die Biester auf dieser Insel sind gefährlich. Ja, aber ich bin mit meiner Ausrüstung zufrieden. Denke ich. So, Slane, geh mal. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Am besten, du ziehst gleich deine Waffe. Und los geht's. Ich will eigentlich noch Stuff sammeln. Aber gut, gehen wir. Da ist auch schon das erste gefährliche Biest. Aber zu dem gehen wir. Guck mal, was haben wir denn da? Wow, Sandteufel. Hallo? Lass dich doch hitten. Aua! Und dieser muss ich mich auch noch selber heilen, weil Chani nicht mit durfte. Scheißviecher. Weiter geht's. Muschel. Könnte ich auch irgendwann alle noch hier öffnen. Hier führt der Weg hinauf ins Inland. Gut, dann geh weiter. Bleib dicht hinter mir. Die Insel werden wir einfach später erforschen, wenn wir hier sozusagen fertig sind, bevor wir wieder abreisen. Naja. Denn es gibt schon einige Wege und ohne Karte habe ich keinen Bock, mich hier komplett zu verirren. Folge mir. Ja, ja. Wenigstens ein bisschen Zeug mit einsammeln. Wir müssen nur noch ein Stück diesem Weg folgen. Die Höhle befindet sich am Ende des Weges. Komm mit. Immer diese seltsamen Quests. Na, guck mal, was haben wir denn da? Ups. Ich lasse den mal kurz kämpfen und sammle hier noch ein bisschen Zeug ein. Wenn ich jetzt einsammle, desto weniger muss ich später einsammeln. Oh. Was hätte ich dir vorher sagen können? Dann noch mehr Termiten. Oh, Proviant. Den habe ich gar nicht gesehen. Komm schon. Ja, ich wollte dich eigentlich nicht anklicken. Ich wollte das Vieh ausnehmen. Abgesehen davon ist da hinten, wir sind schon bei der Höhle, ist da hinten noch eine Schädelblüte, was auch immer die bringt. Und ich muss ihn noch nach diesen komischen Tränken umsehen. Bald. Siehst du? Hier ist der Eingang zur Höhle. Dort drinnen ist der Blutopferdolch. Das ist dein Versteck? Das sieht mir viel zu offensichtlich aus. Unsinn. Hier kommt doch nie jemand vorbei. In der Höhle steht eine Truhe. Darin wirst du den Blutopferdolch finden. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Ich bleibe hier draußen und werde den Rückzug sichern. Beeil dich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Ich sammle noch ein bisschen Zeug ein. Aber ich denke, wir haben hier soweit alles eingesammelt. Schatzhöhle gefunden. Oh, ja gut, nee. Ich wollte gerade sagen, das müsst ihr auf der Karte sehen, aber ich habe ja gar keine Karte. Hoffentlich finden wir bald eine. Ja, können wir uns später ansehen. Jetzt öffnen wir erstmal die Kiste. Lass mich raten. Der Dolch ist nicht da. Da hast du verdammt nochmal recht. Dafür habe ich ein kleines Geschenk für dich. Von Mara. Slay, dieses Schwein hat mich reingelegt. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Ja. Das ist kacke. Oh. Es scheint hier Uhr, Aua. Schluss! Hör auf! Oh, jetzt habe ich die Leiche geschlagen. Hör auf! Hör auf jetzt! Stirb! So. Ah, toll, es gibt mehrere Wege. Ah, nee, das hier ist ein... Ah, der Meisterdieb.
Das werde ich aber wahrscheinlich gar nicht brauchen, wenn ich es nicht schon habe. Und hier liegen lauter Schwertrohlinge rum. Das ist ja lustig. Wer wohnt denn hier? So, wir wollen jetzt hier... Wir wollen eigentlich hier raus, aber... Ich bin selber eine Art Meisterdieb. Ich muss alles öffnen. Ein Schurkenring. Okay, der ist aber nicht so gut. Und ich glaube, den habe ich eventuell schon. Er zückte seine Schnupftabakdose, nahm eine kräftige Prise und ging mit gelassenen Schritten über den Marktplatz. In diesem Nachmittag entleerte er die fettesten Geldbeutel der fallenen Herrschaften von Caldera. Hätte er gewusst, dass es sein letzter Tag als freier Mann sein würde, hätte er seine Habe vorher vor den gierigen Händlern versteckt. Die Schnupftabakdose habe ich bereits. Ja. Ein Ring ist hier noch. Stellt sich ja die Frage, was für einer, weil... Ja. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich da mal irgendwann was wechseln soll. Momentan bin ich ganz zufrieden. Ich habe ja eine Stichwaffe. Ja, habe eine Stichwaffe. Oh, Moment, da ist noch Gold. Natürlich auch relativ sinnlos. Aber gut. Wo war jetzt der Weg? Da war der Weg. Termiten. Und wieder Abzweigungen. Das geht nach unten, da komme ich vielleicht nicht mehr hoch. Ich gehe erst den anderen Weg. Das sind einige. Sollte aber machbar sein. Ah, diese verfluchten Krankämpfer hier. Okay. Eine Säuredrüse habe ich bekommen. Und was ist das hier denn? Eine Fluchpuppe. Ah. Sah so ähnlich aus wie bei Witcher. Dass man jetzt hier irgendwie Spuren folgen muss. Machen wir mal eine Fackel an. Okay, viel Licht, viel mehr Licht bringt die auch nicht. Also sollte es nicht mal so dunkel sein gerade. Oh, jetzt müssen wir aber langsam mal rauskommen hier. Und da ist schon wieder eine Goldader. Ich bin gerade im Kampf. Wie man sieht, ich kämpfe mit der Erzader. Irgendwas ist gerade mein Feind. Oh, ich bin ins Wasser gelaufen. Oh, da ist ein Versunkener, der mich gesehen haben muss. Oh, gut gedodged. Aua! Ja, lauf halt um mich rum. So. Okay, Spielstand wurde erstellt. Das war wahrscheinlich ein besonderer Betrunkener. Ertrunkener. So, ich bin hier irgendwo und nirgendwo. Ich bin jetzt zwar draußen, aber... Leviathan! Okay, das ist das Vieh. Das haben wir schon bekämpft. Trifft mich nicht. Ich, Glückspilz. So. Der hat eine Muschel. Okay, aber ich will eigentlich zurück zu meinem Schiff. Da sind voll viele Ertrunkene. Holy shit. Versunken heißen die, oh. Hoppla. Es blockt doch nicht alles. Was machst du denn jetzt für Tricks? Oh, das könnte ein Problem sein. Das sind ein bisschen viele. Au. Jetzt reicht's. Stirb. Die Nerven. Ah, Leertaste ist die Konterattacke, wenn der Gegner angreift. Aber er greift nie an. Ah, das war ein Tritt. Wollte man nicht. Ah, jetzt... Hey, sorry. So, jetzt reicht's aber.
Achso, ist noch in. Ich wollte die ganze Zeit gerade meine Knarre benutzen, aber die ist noch in der Abklingzeit. Sordele, endlich. Oh, die Axt zickelt davon. Ist auch okay. Was will ich mit einer Axt? Dann ist sie halt weg. So. Dann ist noch ein Ertrunkener. Und ich habe halt keine Ahnung, wo mein Schiff ist. Aber ich glaube in der Richtung. Ich will mich jetzt hier nicht komplett durch die Insel kloppen. Ich werde gleich rausfinden, wieso. Oh mein Gott. Kann auch sein, Slane hat die Versunkenen hier abgesetzt. Ah, das will ich nicht. Aua. Alter, die nerven echt sehr. Ja, komm. Ich hab gerade keinen Bock mehr auf die. Es sind so viele. Oh, das war ein schmerzhafter Tritt. Aua. Aua. Jetzt kommt der da und haut mich. Bam. Nee, das hat nicht funktioniert. Wieso hat der dann so viel Leben verloren? Aua. Okay, ich glaube, ich sollte mir echt... Ja, ich hau mir erstmal den Grog rein, bevor hier noch mehr schief geht. Ihr nervt, ihr zwei Pisser. Jetzt trifft er nicht mal. Bringen wir mal gleich noch einen Grog. Ist doch scheiße hier. Und wieso ist dieses Konterding... komisch. So, jetzt reicht's aber ja. So, komm, mach zur Hölle. Na, wenn sie blocken können, dann ist es echt nervig, gegen die zu kämpfen. Es ist nicht unbedingt schwierig, aber es geht halt ewig. Und ich habe echt nicht die Geduld. So, jetzt aber. Haben wir es jetzt langsam mal. Was ist jetzt mit der ertrunkenen, versunkenen? Wir wollen jetzt endlich zum Schiff zurück. Slane muss dafür bezahlen. Ist das eine Flaschenpost hier? Ich glaube, wir sind hier richtig. Vielleicht. Hier ist eine Flaschenpost noch. Die sollten wir mal kurz durchlesen. Eine Schatzkarte. Sehr schön. Das heißt, ich habe auch eine Karte von der Insel. Ich kann nur hoffen, dass ich hier richtig bin. Aber da komme ich, glaube ich, gar nicht weiter. Ich glaube, da laufe ich... Na toll. Ich glaube, da... Warte mal. Oh, laufende Quests. Die Insel der Diebe, der Schatz in der Höhle, auf der Karte markieren. Ich gehe mal kurz in die Richtung. Ich glaube, da dürfte eigentlich nichts sein. Ich weiß, ich verschwende jetzt hier ein bisschen Zeit. Was ich eigentlich nicht wollte. Da, oh, da geht's runter. Da ist die Axt. Oh ja, da dürfte, ja, da endet es, glaube ich. Beziehungsweise, ich kann noch bis hier hin. Ich kann da hochklettern. Da ist auch noch was. Hey. Ja, ein paar Kräuter, wie es scheint. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt hochgekommen bin. Jetzt hat er keine Lust mehr. Ah ja, okay. Vielleicht hätte ich da auf Antigua ja doch irgendwie hochklettern können. Müsste nur an der richtigen Stelle stehen. Ja, es scheint fast so. Okay, aber was mache ich jetzt hier? Ah. Oh. Das war interessant. Goldbrocken und ein bisschen was zu trinken. Oh je. Dann breche ich mir hier noch die Beine. Okay, also hier ist eine Sackgasse, glaube ich. Wir müssen also in die eine Richtung und jetzt hoffen, dass wir bald beim Schiff sind. Denn sonst geht das ewig, mich hier durch die Insel zu bewegen. Und das will ich nicht. Ich will diesen Part nämlich beenden, sobald wir dann, sobald wir beim Schiff sind. Geht's hier etwa auch noch hoch? Ja, eigentlich gar nicht so weit rumlaufen, aber ich will jetzt schon ein bisschen erforschen. Aber dieser Part soll nicht ewig dauern. Das war elegant. Und da geht's ganz weit hoch. Oh, Gold. Ein Gold. Uff. Okay, wow, ich komme ganz schön weit hoch. Wo
will ich hin? Zu lang nicht mehr. Ah, jetzt. Okay, das sieht mir ein bisschen risky aus, darüber zu springen. Lieber erstmal speichern. Ich weiß nicht, ob ich darüber... Oh, tatsächlich. Okay, jetzt bin ich aber mitten irgendwo im Inland. Ist hier überhaupt was? Das sieht mir nämlich nicht so aus. Toll, schön, dass ich hier rüber gesprungen bin für nix. Oh, da muss ich lang. Bin trotzdem sehr verwirrt, was ich gerade mache. Oh. Ich weiß nicht, ob das ein Geschicklichkeits-Jump'n'Run-Spiel gerade ist oder ob ich hier gar nicht lang soll. Nee, ich glaube nicht, dass ich hier lang soll, weil ich krieg den Sprung hier nicht auf die Reihe. Aua. Jetzt rechts aber. Jetzt laufen wir den Strand entlang, bis wir zu meinem Schiff kommen. Kann ja nicht sein, dass sich das hier so ewig zieht. Außerdem wird es langsam dunkel. Und das ist ziemlich uncool. Ein Weg aus der Höhle. Die Quest haben wir erfolgreich gelöst. Die Riesenkrabbe hier machen wir auf jeden Fall noch platt. Ich glaube, auch viel weiter kommen wir in der Richtung gar nicht. Sieht nämlich aus, als wäre da der laufbare Weg zu Ende. Und jetzt landen wir tatsächlich doch noch irgendwie im Inland. Habe ich jetzt eigentlich nochmal die Schatzkarte gefunden? Ah ja, da ist die Höhle. Hier sind wir lang gelaufen. Das heißt, hier müsste mein Schiff auftauchen. Oder sein. Und das Ruderboot. Da ist die Krabbe, die ich gesehen habe. Alles weg. Mein Schiff, meine Crew, Patty. Ich muss irgendwie von dieser verfluchten Insel runter. Ja. Ich wurde ausgesetzt. Bin hier gestrandet. Ich habe kein Schiff. Ich komme hier nicht weg. Patty ist... weg. Alles am Arsch. Und das ist genau der Punkt, an dem ich hier das beenden will. Ja. Wir können dann beim nächsten Mal die Insel der Diebe erforschen. Aber fürs Erste sind wir hier ausgesetzt, wegen Slane. Meine Leute sind weg. Es ist Nacht. Es ist kalt. Aber da sind... Das wollen wir jetzt nicht zu genau erforschen. Nein, wir machen beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter und laufen in die Richtung. Aber für diesen Part, für diese Session, war es das erstmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.